Willkommen zu Clash Quest hier mehr Free-to-Play. Wir schauen wie immer als erstes im Shop vorbei, holen uns das Gratis-Elixier hier ab und dann geht's in die Liga. Der Aufstieg ist unschaffbar, kann man sagen. Also wir haben 24 Stages. Um aufzusteigen bräuchten wir 34, das heißt wir müssen heute 10 schaffen. Lass uns gucken, die anderen haben 5 geschafft, also es ist nicht möglich. 4, 6, ja okay, so 5 Stages ist, ja 4, 5 Stages, glaube ich, wäre so gut für uns. Ja, wie gesagt, Aufstieg wird die Woche nichts. Ich hoffe, wir schaffen es nächste Woche endlich mal, es würde mich sehr freuen. Ansonsten, naja, wir geben unser Bestes, gehen wir rein. Keine Kombos, das ist natürlich schade. Frage, kommt noch ein Prinz nach? Ne, leider nicht. So, dann setze ich jetzt die drei Prinzen ein, es bleibt mir nichts anderes übrig. Okay, jetzt verlieren wir sehr viele Einheiten. Wegen den Inferno-Türmen. Ich würde mal den Inferno-Turm mit einer Rocket killen. Dann verlieren wir ein Prinzen, das ist aber okay. Weil ich will ungern die Rockets jetzt alle schon benutzen. So. Dann schicke ich den mal zurück. Machen wir immerhin die Vierer-Barbaren-Kombo. Ich nehme vorher mal die beiden Magier. Dann können wir die Kombo nochmal gut erweitern. Sind auch 4 von geraged. So, die Magier. Erst hat die Frage, der Flächenschaden. Könnt ihr halt nicht so wirklich nutzen. Ich würde sie trotzdem mal einsetzen. Bevor wir uns jetzt lange der Stage hier aufhalten, das bringt ja auch nichts. Dann nehme ich nochmal 3 Magier mit. Und dann einen einzelnen Barbaren. Dann nehmen wir hier nochmal 8 Barbaren. Und hier, ja, hier würde ich gleich mal die 3 Prinzen nehmen. Da sind wir die leider schon mal los. Nehmen wir mal die Charge-Bücher. Okay, jetzt verlieren wir wieder sehr viele Einheiten. Auch hier wieder meine Rocket. Den Prinz kann ich verkraften. Gehen wir gleich wieder mal ein paar Barbaren geraged. Aber leider nicht in der zusammenhängenden Combo. Ist die Frage, wenn wir sie chargen. Wir haben ja den Charge-Bücher. Ich denke, das mache ich auch mal. Dann könnte sich vielleicht noch eine gute Magier-Combo ergeben. Ja, tatsächlich. Wenn wir hier den zurückschicken. Ja gut, reicht nicht für die Stage, aber so ziemlich. Oh, ich habe nicht darauf geachtet, ob der Inferno-Turm stirbt. Ach, zum Glück, sonst hätten wir jetzt einen Packer verloren, das wäre sehr ärgerlich gewesen. Hier nochmal 2 Barbaren hinterher. Dann haben wir die zweite Stage auch. Dann nehme ich hier 7 Bogenschützen. So, dann. Ich denke mal, wir nehmen mal die beiden Packer hier vorne. So, jetzt vernehmen wir wieder Einheiten, wir Inferno-Turm. Ich würde die Barbaren mal einsetzen, dann. Perfekt, dann stirbt nämlich der Magier auch nicht. 2 Giants. Okay, hier. Das ist die Frage. Vielleicht die Magier chargen, weil Bogenschützen kommen noch welche nach. Machen wir das mal. Könnte sich eine bessere Bogenschützen-Kombo ergeben. Eine Rocket. Gut, leider keine Bogenschützen-Kombo. Ja, ich denke, ich nehme hier mal 2 Giants. Haben wir jetzt eine 3er Bogenschützen-Kombo? Gut, einer wieder gestorben. Dann keine 3er Bogenschützen-Kombo mehr. Jetzt stirbt der hier vorne, deswegen müssen wir ihn einsetzen.
Jetzt haben wir da unten wieder eine Dreier-Bogenschützen-Kombo. Die nehme ich auch mal. Hier vielleicht der. Ja, ist die Frage jetzt. Ja, ich nehme mal die beiden Prinzen, auch wenn der eine jetzt ein bisschen verschwendet ist für die Mauer, aber ist nicht so schlimm. Könnten auch. Ja, ich nehme mal die beiden Barbaren. Jetzt müssen wir. Ja, der. Gretchen Barbar reicht leider nicht. Der Gretchen Giant. Natürlich ärgerlich. Dann nehme ich ihn trotzdem und schicke dann den Barbaren noch hinterher. Dann haben wir die dritte Stage. Die vierte könnte jetzt knapp werden, denn wir kriegen einen guten Refill. Okay, 8 Magier ist nicht schlecht. Reicht aber bei weitem nicht. Vielleicht könnten wir vorher. Vorher den Packer. Okay, jetzt verlieren wir zu viele Einheiten. Ich schwäche den mal, vielleicht bringt das wenigstens ein bisschen was oder töte ihn sogar. Er hat leider nicht wirklich was gebracht. Ich glaube, die Stage wird nichts mehr. Okay, nochmal einen kleinen Refill, vielleicht noch ein paar Rockets, das wäre gut. Oder ein Feuerball. Ach, jetzt ist die Frage. Ich glaube, der Feuerball wäre besser, weil da hinten schon ein paar Gebäude angeschlagen sind. Jetzt nehme ich mal den Feuerball. Oh ja, der ist. Tatsächlich gar nicht so schlecht. Den nehme ich auch gleich mal. Und dann werden wir tatsächlich die Stage noch schaffen. Okay, perfekt. Das war gut, dass wir den Feuerball noch bekommen haben. Dann haben wir gleich noch die vierte Stage. Sehr schön. Mal sehen, jetzt vielleicht noch einen guten Riefel. Ja, ach, Barbar, nicht schlecht. Ich nehme mal vorher den Giant. Jetzt müssen wir sie einsetzen. Ja gut, die Stage schaffen wir sowieso nicht mehr. Können wir nochmal ein paar Defenses sammeln, auch nicht schlecht. Naja, immerhin 4 Stages, 3 Defenses. Ist nicht so schlecht, wenn man es mit den anderen vergleicht. Davon her geht es auf jeden Fall. Sind wir jetzt Platz 11. Wie gesagt, der Aufstieg ist weit entfernt hier. Ja, auch 4 Stages geschafft. Auch vier. Also wir waren gutes Mittelfeld. Also alles kein Problem. Das war's dann aber auch wieder für heute. Lasst ein Abo und ein Like, das kommt täglich neue Videos. Schaut die gerne an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.